Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft hier im Herr der Ringe Mod. Wir befinden uns hier noch in einem kleinen Ranger-Dörfchen und um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, lege ich mich jetzt einfach hin, damit wir da kamen, damit wir nicht von lästigen Orks irgendwie aufgehalten werden, denn wir sind immer noch dabei, Attilas zu finden. Und ich hoffe, du hast eine Quest für mich, aber ich komme hier sowieso nicht mehr vorbei, deshalb verneine ich mal die Quest oder nehme sie mir gar nicht an. So. Wir sind auf der Suche nach Königskraut. Hier hat man schon ein paar gebrauchte Dings-Sachen. Da haben wir noch einen Ork. Aber es ist Dark, da sind sie geschwächt und dem nähere ich mich jetzt einfach mal mutig, wie ich bin. So, sehr schön. Was hatte der denn? Ich muss wieder ein bisschen Platz hier im Inventar machen, deshalb schmeiße ich einfach mal das Zeug rein, das ich hier nicht wirklich brauche. Und auch so Kleinigkeiten, die man immer mal wieder ein bisschen aufsammelt, kann man da ganz gut mit reinschmeißen. So, das sollte eigentlich reichen. Wir haben noch ein bisschen Flachs, aber ich glaube, wir haben ja selber genug. Deshalb brauche ich das jetzt nicht wirklich. So, der guckt in die falsche Richtung, aber dennoch versucht er mich zu töten. So. Wir sind auf der Suche nach Königskraut, alias Attilas. Und ich hoffe, dass wir bald was finden. Eigentlich alle 40 Chunks ungefähr sollte was da sein, aber ich glaube, ich suche ehrlich gesagt in den falschen Orten. Hinten hat man noch einen Tower, einen Watchtower, also einen Wachturm der Dunedain. Den werden wir aber mal gekonnt umgehen. Und ich bin eigentlich auf der Suche nach einem kleinen bewaldeten Gebiet, so wie das hier. Da könnten wir zum Beispiel schon viel eher was finden, wenn meine Vermutung denn stimmt, dass die wirklich nur in etwas stärker bewaldeten Gebieten vorzufinden sind. Mal schauen. Bis jetzt hatten wir noch kein Glück damit, aber wir haben auch nicht so lange gesucht. Ich hoffe jedenfalls, dass wir da jetzt bald was finden. Und ich bin auch anderen Sachen nicht abgeneigt, wie zum Beispiel Bären. Ich mag die einfach, so Bären, so Sträuchchen. Sträuchchen? Sagt man das? Ne, es gibt sicher nicht das Wort. Egal. Ist ja jetzt nicht so wild. Hier haben wir noch nix. Das sind so kleine gelbe Pflanzen. Gut, klein sind sie nicht unbedingt. Ein bisschen größer als die anderen gelben Teile hier. Deshalb, ja, klein ist eigentlich das falsche Wort dafür. Aber ich hoffe sehr, dass wir da was finden. Wird langsam echt Zeit. Hier hat man natürlich nicht so den Überblick über das ganze Gebiet, was ein bisschen schade ist. Das ist auf den offenen Flächen natürlich sehr viel einfacher. Oh, da haben wir auch Gondor Bridge, glaube ich. Das wollte ich jetzt nicht. Dann schauen wir mal hier lang. Und noch ein paar Kürbisse. Habe ich überhaupt Kürbisse? Ich glaube schon. Bin mir jetzt aber wirklich nicht sicher. Aber ich nehme sie sicherheitshalber mal mit. Denn wir haben ja noch Felder, die wir noch nicht bestellt haben. Von daher haben wir da eh Platz für die. Und ich muss ehrlich sagen, Kürbisse. Ja, Kürbisse, die wachsen viel, viel schneller als andere Sachen. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt. Es braucht anfangs unheimlich lange, bis die überhaupt mal zu wachsen anfangen. Und danach kommen die im Minutentakt, schießen die aus dem Boden hervor. Das heißt, wenn wir da ein paar Hühnchen oder sowas in der Nähe hätten, mit Eiern und so weiter, können wir uns da zumindest Kuchen rausmachen. Da hätten wir da schon mal einen kleinen Nahrungsreservoir, sag ich mal. So, ich glaube, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir färben uns einfach mal den Beutel. So, haben wir den. Ah, den Gelbbeutel habe ich natürlich noch mit. Dann ist das natürlich umsonst. Egal. Ich dachte, das geht gerade gut. Aber ja, wird so auch reichen. So, hier haben wir noch eine Vogelscheuche mit ein paar Ranger-Sachen drauf. Ich könnte das jetzt alles abbauen, die Felder, aber auf das bisschen Weizen hier bin ich nicht angewiesen. Da gucke ich mal lieber, was der in der Kiste drin hat. Da findet man auch immer mal wieder was zu essen. Und ich glaube, wir nehmen einfach die Dings mit in Zukunft. Oder damit wir zumindest eine Rüstung haben von den Dunedain. Einfach um die auszustellen. Ja? In der Waffenkammer können wir dann verschiedene Rüstungen zur Schau stellen. Ein kleines Rüstungsmuseum sozusagen. So, aber ich habe hier immer noch keinen Attilas gefunden. Was ist denn los? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ja schon im richtigen Gebiet bin. Das wäre jetzt der Oberhammer. Aber doch, das müsste schon hier sein. Ich habe nur nachgelesen, es ist in Eriador und Lonelands, deshalb müsste das eigentlich schon stimmen. Wir sind in der, ich glaube, das ist ein Untergebiet davon. Das müsste eigentlich schon passen. Ich schaue mal schnell mit meinen kurzsichtigen Zwergenaugen, ob ich hier vielleicht was in der Nähe finde.
Da oben leuchtet es gelb, aber ich glaube, das sind normale Blumen. Da renne ich jetzt aber auch nicht extra hoch. Da gucke ich lieber hier auf diese Seite hier beim Wald, ob wir da vielleicht irgendwas Gelbes hervorlugen sehen. Schauen wir mal, hier haben wir, was sehen wir denn hier? Was sagt dir dein Zwergenauge? Ich sehe hier echt nichts Gelbes. Warum sind hier keine gelben Blümchen? Dauert das echt immer so lange, bis man das Zeug findet? Ich dachte, das geht jetzt echt schneller. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind dann zumindest mal ein bisschen vom blauen Gebirge weg. Und ich nehme hier jetzt gerade mal den Lehm mit, weil hier stürzt echt niemanden, wenn ich den abbaue. Wir brauchen nämlich noch Sachen für eine Schmiede. Und dazu brauchen wir eben diesen Lehm hier. Und der ist echt lästig zu... wir haben ja sogar was im Dings-Symbolwerk schon, glaube ich, gell? Ich glaube, uns fehlt eher der Sand, wenn ich das richtig im Kopf habe. Müssen wir mal schauen. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. Was wir haben, haben wir. So, wobei das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so zwingend notwendig ist, weil wir ja schon verschiedene Schmieden haben. Also im Belegost, in meinem Vorposten, habe ich auch schon eine. Man könnte auch da einfach mal was umwandeln. Aber ich habe natürlich auch keine großen Erzansammlungen, die jetzt wirklich notwendig wären, umgewandelt zu werden. Das gibt's doch nicht. Dieses verdammte Atlas, komm doch her. Da ist es. Da ist es. Okay, wir haben was. Achievement, King's Foil. So, da müssen wir uns natürlich hier alles ein bisschen mitnehmen. Ich dachte schon, wir finden da nie was. Ist aber auch gar nicht so häufig, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte jetzt echt gedacht, dass wir das schneller finden. So, einmal. Haben wir hier noch was im nahen Umfeld? Ich glaube nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? 11. Wenn wir noch eins hätten, dann könnten wir direkt 2 Fässer brauen. Ich glaube, wir gucken noch ein bisschen. Könnten wir 2 Fässer. Und ich möchte auch ehrlich gesagt vielleicht noch ein Ranger Camp finden, damit wir da die Rüstung komplett machen können. Ist mir jetzt ein bisschen spät eingefallen. Ja, das gebe ich zu. Das hätte man schon früher zusammensammeln können. Dann müssten wir da jetzt nicht noch ein bisschen rumlaufen. Aber natürlich, ich bin noch ein bisschen auf der Suche nach Attilas. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwo was? Nö, sieht nicht gut aus. Aber das, vielleicht war das jetzt wirklich nur Zufall, dass das hier in diesem Waldgebiet ist ein bisschen. Aber, Bären. Oder ob das jetzt ein Zufall war oder ob das wirklich so ist, dass sie in diesen kleinen Subbiomen generiert werden, dass man die auf dem Offenfeld gar nicht findet. Da wäre es natürlich sehr viel einfacher, die auszumachen, das stimmt schon. Oh! Hallo? Bleib weg von mir! Was, der hat mir das Inventar gestohlen? Willst du mich verarschen? Ja, jetzt glaube ich's dann. Arschloch. Wenn wir hier von Banditen überfallen, ich glaube, es hackt. So. Ja, zum Glück ist nur einer, das geht eh. Ich habe schon mal 2, 3 mehr überfallen. Oder die laufen dann weg. Und die findest du nicht mehr, wenn das so viele sind. Das ist echt schade. So, wie viel haben wir denn da jetzt eigentlich? Münzen? Oh, schon ein bisschen was gekriegt. Sehr schön. Hier, ich dachte, das sind Bären, aber das ist nur ein Busch. Buschelein. Oh, da haben wir noch eine Domruine. Sehr schön. Sehr schön. So, da fällt mir gerade ein, da ich diese Domruine finde, dass mir eigentlich Gondo und auch die Domruine sowas als Fraktion unheimlich gut gefallen. Und ganz am Anfang vom Let's Play, da erinnert sich keiner mehr dran, habe ich noch einen Waldläufer-Skin gehabt. Hier natürlich nur Shoding, da haben wir noch gar nichts mit Roleplay und so weiter gemacht. Und ich bin gerade am Überlegen ein bisschen, was wir denn genau machen dann, wenn wir auf dem Helden von Mittelerde-Server sind. Ich hatte mal die Idee... Ich glaube, ein paar Leute, die da im Vorstand sitzen, hassen mich dafür, dass wir von Durin's Gate alle gemeinsam eine Riesenfraktion spielen und einfach den Server komplett übernehmen. Da kann uns keiner was. Am besten so Isengard oder sowas. Na gut, das wird es glaube ich nicht geben. Aber das wäre unheimlich cool. Die hätten keine Chance. Ja? Stellt euch mal vor, wenn wir alle... Na, hallo Bandit. Ich glaube, dem sind wir durchaus gewachsen. Deshalb nehme ich jetzt mal meinen Hammer. Und zack. Nochmal und zack. So, haben wir wieder ein bisschen Geld. Sehr schön, so kann man auch was verdienen. Da ist noch einer. Boah, hat mich jetzt echt erschrocken, den hatte ich gar nicht gesehen. So. Haben wir schon mal ein paar Banditen einen Kopf kürzer gemacht.
Ich wundere nur gerade, warum ich hier keine Steine mehr... Ah, okay, die sind natürlich im Beutel drin, sicherlich. So. In welchem war das jetzt? Das ist die Frage. Ich glaube, in dem großen. Ja. So, damit wir da einfach ein bisschen was hochbauen können. So. Bum, bum, bum. Und es gibt hier oben wahnsinnig coole Steintruhen. So Gondor-Steintruhen. Die sehen echt cool aus und die möchte ich unbedingt mitnehmen. Deshalb graben wir uns da jetzt gerade den Turm hoch. So, die hier. Oh, die hat aber natürlich schönen Gondor-Baum drauf. Naja, egal. Silber, eine Arno-Brustplatte, ein bisschen Gold, sehr schön. Stahlschwert braucht man nicht. Und hier noch ein bisschen Eisen. Komm, dafür kriegst du hier Samen. Das passt. Schenke ich dir. So, ich schmeiß jetzt mal wieder ein bisschen was hier rein. Es ist jetzt nicht aufgeräumt. Ich weiß. Das ist jetzt aber auch nicht zwingend notwendig. Ich glaube, das machen wir dann in einem späten Moment. Einfach mal die ganzen Kisten ausräumen. Beziehungsweise, das mache ich dann natürlich mal offscreen. Haben wir noch ein bisschen Geld. Hier so, nehmen wir sowas. Und dann geht es wieder nach unten. Und wir suchen weiter nach Attilas. Kann mir mal die Gelegenheit nutzen und hier ein bisschen rumgucken. Ob ich hier was vielleicht ausmachen kann. Aber ich sehe gerade echt nicht viel. Habe ich die Kiste jetzt mitgenommen? Nee, habe ich natürlich nicht, oder? Sagt er hier, ich will unbedingt die Kiste mitnehmen. Und lässt alles liegen. So, jetzt aber. Das Tolle bei den Kisten ist nämlich, die kann man nicht zu Doppeltruhen zusammenstecken. Das heißt, die sind wunderbar geeignet, um kleine Zwischenräume auszufüllen, wenn man zum Beispiel ein sehr viel komprimierteres Lager machen möchte. Da könnte man das zum Beispiel verwenden. Aber natürlich auch kleinere Deko-Sachen kann man damit sehr gut machen. Und gerade bei den Zwergen, so Steintruhen kommen mir vor, passen da recht gut. Auch wenn die jetzt natürlich hier von den Rangern sind, von den Waldläufern, aber das stört mich jetzt in dem Moment nicht wirklich. Aber zurück zum Thema, die Mega-Fraktion. Ich fände das eigentlich extrem witzig und vielleicht sogar eine böse Fraktion, denn ich glaube, sehr viele Spieler werden sicherlich für die guten Seiten eintreten. Das haben wir bei uns auch das Phänomen, dass sehr viel mehr Leute eigentlich bei den guten spielen möchten. Und wenn wir da alle gemeinsam eine riesige Fraktion der Bösen spielen, dann hätten die Leute da schon echt ein bisschen... Oh. Ich habe gerade ein bisschen Angst hier, ein bisschen Respekt vor dem. Sind da noch mehr Orks in der Nähe? Versuchen wir's. Den Chieftain. Komm schon. Oh, guck mal, ein Wark. Scheiß Waage. Komm schon, wird doch tot, Alter. Wie viel hält er denn aus? Och, Chieftain, haben wir geschlachtet. Und ich höre noch irgendwo jemand schreien. Haben wir hier noch irgendjemanden, der uns zufällig hilft? So ein Barranger oder sowas? Ich schau mal schnell hier in die Kiste rein. Orktrank brauche ich nicht, das eklige Zeug. Wir haben hier hinten die Rudau-Hütten, glaube ich, sollten das sein. Oder zumindest haben die auch solche Hütten. Schauen wir mal schnell, was wir hier haben. Atembrot, das brauche ich alles nicht. Schauen wir schnell in die Hütte hier drüben, was wir da vielleicht haben. Und danach begeben wir uns wieder ein bisschen in das Waldgebiet zurück. Einfach um zu schauen. Ich glaube, da war gerade irgend so ein Block, wo der Typ drauf stand. Ich weiß nicht, ist das so ein Angmar oder sagen wir mal einfach mal ein Orc Crafting Table, aber ich glaube, ich kann die sowieso nicht verwenden, deshalb lassen wir einfach da. Schauen wir mal, was das ist. Mit der Waffe. Ah, ich dachte es mir schon, dass da diese Rudau-Hillman-Typen sind. Die mag doch keiner. Was machen die überhaupt hier? So, mal schnell ein bisschen was futtern. Ich nehme es einfach mal mit. Okay. Dann machen wir uns wieder ein bisschen hier in den Wald auf. Dann kann ich nicht sprinten. Ah, jetzt klappt's. So, und schauen wir mal, was wir da dann vielleicht noch finden. Ein bisschen Attilas brauche ich noch. Noch eins wäre wunderbar. Dann haben wir eben, können wir eben direkt zwei machen. Wir haben jetzt nur genau 11. Also eins fehlt uns noch. Das ist ein bisschen lästig. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Hier glaube ich eher in die Richtung wäre zumindest besser. So, dann müssen wir jetzt nur langsam überlegen, welche Fraktion wir dann gemeinsam spielen möchten, beziehungsweise ob ihr darauf überhaupt Lust habt, auf sowas natürlich. Es war ja der Gedanke, ob ich dann jetzt irgendwie einen Nachfahren von Thorgir hier spiele oder wie wir das dann machen. Ich glaube, es würde sich aber auch vom Let's Play her anbieten, dass wir vielleicht mal Fraktionswechsel vornehmen. Wir haben ja jetzt das Auenland, dann die Zwerge. Wenn wir da jetzt wieder einen Zwerg spielen und sich da irgendwo sein zwergisches Zeug aufbaut, glaube ich, ist das vielleicht nicht ganz so lustig. Wir könnten uns dann natürlich eine Geschichte ausdenken auch,
zu einem anderen Charakter, dass wir vielleicht mal die böse Seite ein bisschen betrachten, wäre natürlich auch ganz interessant. Von daher wäre das eigentlich eine recht coole Idee. Jetzt sind natürlich sehr viele, die sich hier auf ihre Fraktion schon eingestellt haben und ich weiß, Zadel jubelt gerade im Inneren, freut sich schon darauf. Da müssen wir halt noch ein bisschen diskutieren, das wäre aber wahnsinnig witzig. Und die hätten keine Chance alle. Wenn wir uns da gemeinsam verbündet als böse Fraktion hinstellen, dann haben sie zumindest nicht das Problem, dass sich anfangs keiner für die Bösen entscheidet. Und da müssen wir dann natürlich gucken, welche Fraktionen genau offen sind. Ich glaube, Mordor ist da, Angmar ist auch da. Angmar haben wir jetzt schon viele. Ich glaube, das wäre für die vielleicht ein bisschen langweilig, dass man da vielleicht eher Mordor spielt oder vielleicht auch Dol Guldur, sowas in der Richtung. Ich persönlich würde Isengard bevorzugen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt drinnen ist. Es spielt ja im 5. Zeitalter. Isengard ist zerstört und es sind zwar noch Orkhorden, die rumziehen, aber ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich weiß auch nicht, ob sie da wirklich die Mod neu drüber programmieren, ein bisschen was ändern, damit zum Beispiel die Isengard-Leute gar nicht spawnen können oder so, dass es die Fraktion gar nicht gibt. Denn ansonsten kann man zwar sagen, ja, Isengard gibt's nicht, aber die Mod ist ja immer noch hier, wie die Mod eben ist. Da gibt's Isengard, ob du das jetzt willst oder nicht. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich persönlich wäre aber echt für Isengard. Muss ich echt sagen. Isengard wäre echt sehr cool. Vielleicht auch, dass wir sagen, Mordor wäre auch ganz nett. Oder Harad wäre auch sehr cool. Die Harad-Rim. Boah, das wäre geil. Naja, mal schauen. Ich glaube, da haben wir sicherlich was, das wir gemeinsam machen könnten. Aber ich wäre da wirklich... Ui, Attilas! Jetzt ist die Musik fertig. Die hat sich genauso gefreut wie wir. So, jetzt haben wir aber genug, glaube ich. Das sind dann nur die vier hier gewesen. Naja, mein Gott, mehr brauche ich echt nicht. Ich guck nur, ich rühmte mal schnell mit meinem Blick hier das nahe Umfeld, ob wir nicht vielleicht noch was sehen. Das sind normale gelbe Blümchen. Und hier haben wir auch nichts mehr. Man ist den See oder den Fluss. So, oh, ich war gar nicht in dem Landstyle. Ich wollte eigentlich hier hin, ich bin aber wieder zurück. Naja, sind wir im Kreis gelaufen, halb so schlimm. Wir gehen wieder zurück nach Girnodon, der kleinen Festung, und kehren somit wieder ins blaue Gebirge zurück. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie man das Attilas genau braucht. Ach doch, ich weiß, doch genau, stimmt. Ich glaube, wir machen das dann direkt, dass wir das schon mal ansetzen. Inventar einräumen mache ich später. Ich schmeiße das jetzt alles mal in eine Kiste rein, was ich gerade nicht brauche. Und wir beginnen dann gleich das kleine Lazarett hier vorne ein bisschen aufzuhübschen, sage ich mal. Wobei ich sagen muss, ich bin mit der kleinen Höhle da, die wir da reingebaut haben, nicht ganz so zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Die gefällt mir nicht ganz so gut. Was haben wir denn hier? Werkzeug. Nehmen wir das mit. Ich möchte vielleicht noch gerne ein bisschen, ja wirklich nur ganz ein bisschen was rausschlagen, damit wir da vielleicht wirklich ein schönes Plätzchen finden. Und damit wir da auch eine schöne Krankenstation haben, sage ich mal. Ein bisschen hübscher. Ich finde das hier vorne ist ganz nett, aber ich finde, das passt hier irgendwie nicht so ganz gut rein, muss ich ehrlich sagen. Also hier die Höhle da. Ich fände das eher so als eine Art Wachstube oder sowas. Oder Lagerraum oder sowas. Ich finde hier die Krankending finde ich nicht so gut. Da würde ich es eher sagen, dass wir das in die Richtung einbauen. Oder aber wir machen das hier hinten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder hier oben drüber. Wo würden denn die Krankenstationen am besten hinpassen? Oh, jetzt kommt dieser lästige Regen da, der ist so unheimlich nervig. Schaf hier oben, ja, sehr schön. Wo macht man das denn am besten? Wir hätten hier natürlich auch noch ein bisschen was Platz. Aber ich muss ehrlich sagen, hier dieses Gebiet da runter mit diesen Ruinen, das muss ich echt noch ein bisschen aufhübschen. Wir haben jetzt so ein riesen Bollwerk und dahinter ist irgendwie nichts. Da müssen wir noch ein bisschen was hinbauen. Deshalb würde ich das vielleicht sogar so vorschlagen, dass wir das doch vielleicht... Ah nein, hier haben wir eben den Kran. Den möchte ich schon stehen lassen. Weil zum Beispiel die Ruinendinger hier, die sind jetzt so das Überragendste. Ah, wo machen wir das denn am besten? Und das natürlich so rüberziehen, dass wir das vielleicht da... Oh, ich habe eine Idee. Wir machen hier einen Gang rüber. Und hier machen wir sozusagen einen offenen Bereich mit so einem kleinen Balkon oben raus oder so irgendwas, wo wir dann so eine kleine Halle drinnen haben, wo wir dann eben die Krankenstation haben, damit man da, wenn man sich dann erholt hat, raustreten kann und den Dings bestaunen kann. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das dauert jetzt zwar noch ein bisschen, aber wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Es stört echt niemanden, wenn wir da ein bisschen länger brauchen. Natürlich stört es hier und da einen, aber das ist sowieso noch lange genug da. Wir haben noch 6 Monate Zeit.
Von daher können wir uns da ruhig Zeit lassen, das alles ein bisschen auch schöner auszubauen. So, hier sind wir jetzt auf der Mauer. Ich möchte jetzt nur ungefähr die Höhe auskundschaften. Von der Höhe her wäre das eigentlich ganz... Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Schauen wir mal, auf welche Höhe wir denn hier wären. Da sind wir aber, glaube ich, zu tief. Ich würde gerne so hier in dem Bereich was reinmachen. Das machen wir jetzt einfach mal so. Und dann machen wir da eine Treppe drauf. Das heißt, 1, 2, 3. Hier kommt dann eine Treppe hin. So, Moment, ich schaue mal schnell. Es dauert nur einen kurzen Moment. Breit haben. Ich glaube, das machen wir gleich breit. Das heißt, hier einmal so. Dann haben wir hier die erste Treppe. Dann haben wir hier hinten dann die zweite. So. Und da kommt dann noch was hin. So, in der Höhe müssen wir dann rüber. Das heißt, hier kommen natürlich noch Treppen hin und sowas. Wir müssen das hier auch mal alles langsam nach und nach ein bisschen ausbauen. Das stimmt schon, wir haben so viel Zeug. Also jetzt auch noch die Fürstenhalle anfangen, das war schon eigentlich eine Kackidee. Aber was will man machen? So, wir haben hier so eine kleine Gabelung, nenne ich es jetzt einfach mal. Und man kommt dann hier zum Lazarett. Frage ist halt jetzt... Wenn die Leute das hier einnehmen, das heißt, wenn die Orks hier drauf springen und hier haben wir natürlich noch ein Tor drin oder sowas und hier rüberkommen, dann können die direkt in die Krankenstation, was vielleicht nicht ganz so ein großer Vorteil ist. Es wäre vielleicht praktischer, wenn man das vom oberen Tor aus macht. Sind wir hier wirklich zu hoch? Ich gucke mir das nochmal von der anderen Seite aus. Das muss jetzt wirklich passen, ja? Da bin ich ein bisschen heikel, das stimmt schon. Ja, da sind wir echt zu hoch. Aber wir können natürlich auch hier einen Gang rüber machen und dann ein bisschen nach unten. Ich glaube, das ist die bessere Alternative. Jetzt schauen wir schnell, wie tief wir da rein müssten. So 3-4 Blöcke ungefähr. Das wäre eigentlich optimal hier, wenn man das einfach hier durchgräbt. Wo habe ich denn die Axt? So, wenn wir das so machen und dann einfach hier durch. Ups, falsch haben wir. Einfach so. Ich mache das jetzt einfach mal so. Das kann man natürlich noch ein bisschen verbreitern, den Gang ein bisschen ausbauen. Das können wir natürlich alles sehr gerne machen. Das werden wir dann auch. Ich grabe jetzt einfach mal ein bisschen so rüber. Und dann machen wir da einfach nochmal ein bisschen was runter. So, eins. Ja, jetzt kommt da die Kohle. Tobi, mach mal Licht an. Ich höre euch schon in den Kommentaren. Ich habe jetzt aber, glaube ich, keine Fackeln da, oder? Das wäre so der Klassiker. Dass ich da nichts mit habe. Wo sind denn die Fackeln? Hallo. Ich dachte, ich hatte Sticks mit und Kohle. Ich glaube, es ist euch aber egal, wenn ich da jetzt einfach mal ein bisschen ohne Licht durchwandere. Ja, ihr müsst euch das vorstellen, ist hier Roleplay nicht so ähnlich wie in den Minen von Moria. Da ist auch nicht immer Licht. Ja, man muss trotzdem durch. Da hilft nichts, das ganze Gejammere und Ding. Ich weiß, ihr seht gerade absolut gar nichts mehr. Vielleicht eine recht hübsche Toolbar, die ist wirklich wunderschön, aber ich kann es euch ja beschreiben. Wir haben jetzt einen Gang, 3x3, der geht ein bisschen in die Tiefe. Wir haben nichts Besonderes, links ein bisschen Erde, ab und an. Und jetzt sind wir hier gerade langsam in dem Gebiet, wo wir eigentlich durchbrechen könnten. Zumindest versuchen. Das hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen, welche Koordinaten das waren. Ich versuche es einfach mal und breche hier durch. Ich müsste doch eigentlich hier an der Oberfläche sein. Hallo? Ein bisschen Saluin. Ich glaube, wir sind hier gar nicht so falsch. Schauen wir mal. Und dann können wir uns eigentlich auch schlafen legen, damit wir da wieder einen Tag haben. War das hier oder war das drüber? Ich glaube, hier wollte ich eigentlich. Das sind ungefähr... Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Knapp 10 Blöcke zu weit sind wir. Das war halb so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt muss ich jetzt nur mal wieder da hochkommen. So. Das heißt, wir machen das... Boah, ich dachte, da ist ein Ochs gespawnt. Das war 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen das einfach mal hier raus. Jetzt haben wir hier natürlich diese Kackerde. Mann, wie ich das hasse. So, und dann geht's wieder hier. So und so und so und so. Ich glaube, das ist hier die bessere Alternative. Jo, ich glaube, ich finde das recht hübsch. Ich glaube, das hier können wir lassen so von der... Also natürlich wird das noch ein bisschen ausgebaut, das ist natürlich klar. Aber ich glaube, das können wir so vom Absteckding her lassen. Das passt mir ungefähr so, wo wir jetzt sind. Das heißt, hier haben wir dann den breiteren Gang. Das wird hinten noch ein bisschen ausgebaut in diese Richtung, dass wir dann eine kleine Höhle haben.
Hier vorne haben wir dann so eine Art kleinen Balkon, eine Terrasse oder sowas einbauen. Nicht? Ein paar Säulen, ein bisschen überdacht. Dass man einfach so eine kleine Ruhephase hat. Das wäre übrigens auch ein sehr cooler Sitz für den Fürsten, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, das wären unsere kleinen Häuser der Heilung. Brauchst natürlich auch. Wir sind hier ein militärischer Vorposten. Das heißt, uns liegt es natürlich sehr am ganzen Zeug hier für die militärische Sache. Wir haben natürlich auch ein Badehaus. Man hätte es da vielleicht auch anbauen können. Aber da wir das in diese Richtung haben, werden wir da vielleicht auch einen kleinen Durchgang machen, dass man da in die Badehäuser kommt. Dass man da eigentlich so eine kleine. Ja, dass man das so als den Kulturflügel hier. Nennen wir ihn einfach mal. Dass wir das da vielleicht so machen. Das fände ich eigentlich ganz cool. So, jetzt nochmal schnell was essen. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Beim nächsten Mal bauen wir dann unseren Kulturtrakt ein bisschen weiter aus. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.